So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video von Tau Ceti Planetary Crisis. Dieses Video ist mehr ein Ersteindruck als wirklich eine komplette Rezension, weil ich bin durch Ostern, Krankheit, Familienbesuch, obwohl mir das Spiel schon vor einiger Zeit zugeschickt wurde, noch nicht dazu gekommen, eine komplette Partie zu spielen. Und darum gucken wir uns das Spiel heute mal gemeinsam an, weil vielleicht sind ja noch ein paar Leute interessiert daran, in den Kickstarter einzusteigen und können sich da noch gar nicht sowas drunter vorstellen, wollen das einfach mal so live in Aktion sehen, was es so gibt an Materialien, was man so machen kann. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, soweit wir kommen, eine Solo-Partie zu spielen. Und zwar ist die Solo-Partie in dem Fall so, dass man gegen eine künstliche Intelligenz spielt. Und zwar habe ich hier einen AI-Gegner, wird dann so automatisch gesteuert. Erst führe ich meine Aktion durch, dann der Gegner. Und das ist auch so gelöst, dass man das auch durchaus, dass sich das relativ flott spielt, wenn man da ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel hat. Und man kann auch, wenn man möchte, gegen 2, 3 oder 4, KI-Gegner quasi spielen. Und auch, wenn ihr nur zu zweit spielt und ihr wollt gerne, dass ein bisschen mehr los ist auf dem Spielfeld, dann könnt ihr euch auch noch zusätzlich 2 KI-Gegner reinnehmen, dann führen beide Spieler ihre Züge durch und dann werden die beiden KI-Gegner abgehandelt und die führen dann einfach nur ihre Aktionen durch und dann ist einfach noch ein bisschen mehr los auf dem Brett, wenn man das möchte. Das Spiel soll sich auch zu zweit schon recht gut spielen, aber gucken wir jetzt einfach mal rein. Und Tau Ceti ist auf jeden Fall ein Spiel, das relativ offen ist. Also es wird ja so ein bisschen als 4X oder Sandbox-Spiel bezeichnet. Sandbox einfach, es bietet hier so eine Vorlage. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Aber was man genau macht, das bleibt einem vollkommen selbst überlassen. Geht man irgendwie mehr auf Handel, mehr auf Forschen, mehr auf irgendwie Aufträge erfüllen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt keine wirklich vorgegebene Route. Also ihr könnt das machen, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, versuchen, eure Mitspieler anzugreifen, wobei man nur einmal pro komplett im Durchgang überhaupt wen angreifen darf. Ihr könnt aber das Spiel auch komplett friedlich spielen, ohne jemals irgendwen anzugreifen und euch wirklich nur auf Handel und Forschen und was auch immer konzentrieren. Also da sind die Möglichkeiten sehr vielfältig. Und das ist zum einen natürlich gerade das, was dieses Spiel sehr interessant macht. Zum anderen ist es dadurch für Anfänger aber relativ schwer zugänglich, weil man erstmal da sitzt und sich fragt, was mache ich jetzt? Welche Konsequenzen hat das, was ich mache? Das muss man erstmal im Spielverlauf rausfinden, entweder indem man einfach mal drauf losspielt und sieht, was so passiert und dann wirklich die erste Partie als Lernpartie ansieht. Oder man bekommt das eben von einem erfahrenen Mitspieler erklärt, der einem schon so ein bisschen ein paar Hinweise geben kann, was so Sache ist und dann kommt man vielleicht eher rein. Ich habe jetzt das Glück nicht, dass mir irgendjemand dieses Spiel erklärt. Es gibt auch fast keine richtigen Videos zu auf BoardGameGeek oder YouTube. Daher hoffe ich mal, dass das jetzt ein guter Ersteindruck wird und wenn ich dann wirklich mal dazu komme, das mit ein paar Leuten zu spielen, wird es dazu nochmal ein komplettes, richtiges Rezensionsvideo geben. So, zunächst erstmal, was sehen wir hier überhaupt? Hier haben wir einmal das Spielfeld, den Weltraum. Tau Ceti liegt quasi immer in der Mitte und dann legt jeder Spieler nach und nach eines von diesen Systemen hier an. Da gibt es keine festgelegte Reihenfolge, das kann man einfach so hinlegen, wie man möchte. Wichtig ist nur, später beim Reisen kann man nie durch Tau Ceti reisen, denn das heißt, man ist immer darauf angewiesen, durch irgendwie ja da quasi drumherum zu fliegen. Aber das könnte auch sein, dass ihr eine komplett gerade Linie mit Systemen macht oder dass irgendwie das System hätte man noch irgendwie hier hinlegen können. Also bei der Gestaltung der Galaxis seid ihr relativ frei. Das sind so immer die größeren Hauptsysteme. Hier gibt es dann noch so kleinere Systeme, die man dann später noch drumherum legen kann. In der ersten Regel, die mir zugeschickt wurde, stand gar nicht drin, wie das geht. Mittlerweile wurde das nachgetragen. So, ich spiele das Imperial Zorconian Empire. Das hier ist Zorkon, in dem Fall relativ einfach herauszufinden, welches meine Startwelt ist. Da lege ich dann mein Raumschiff hin. Ich glaube, da werden in der Kickstarter-Version auch ein bisschen schickere Schiffe bei sein. Und meine Orbitalmarker. Es kann sein, dass hier jetzt die Farben nicht passen. Ich bin, wie gesagt, hochgradig rot-grün blind. Deswegen fällt es mir bei diesem Spiel relativ schwer, die Farben teilweise auseinanderzuhalten. Das werdet ihr später auch noch merken, dass das zu ein paar Problemen führt. Da hoffe ich wirklich, dass da noch an den Farben ein bisschen was gemacht wird. Aber das wäre jetzt meine Heimatwelt. Immer wenn ein System so ein Feld ist, dann kommt da später ein Commodity-Token rein. Das sind einfach Handelsgüter, die dann produziert werden, mit denen man handeln kann. Und das sind meine Orbitalmarker. Die liegen jetzt erstmal auf meinem Heimatplaneten. Die möchte ich aber später in der Galaxie ein bisschen verstreut haben, damit ich eben ja mehr Ressourcen produzieren kann und mich ein bisschen ausbreiten kann. Ja, sowas hier ist dann der Zuron-Asteroid. Immer wenn hier so ein Punkt ist, dann werden hier solche Knowledge Exploration, also solche Marker einfach hingelegt. Die kann man dann später im Spiel erkunden, mit der Erkundenaktion. Und die haben immer noch hier unten so Vorgaben. Pro Orbital, das ich hier gebaut habe, bekomme ich am Spielende einen Siegpunkt. Sowas gibt es, wie man sieht, auf anderen Planeten oder in anderen Systemen auch. Und das ist die erste Möglichkeit, wie man Punkte generiert. Entweder indem man Ressourcenwürfel aus seinem Heimatplaneten hat oder eben Orbitale in Nicht-Planetensystemen.
Ne, wie man hier sieht, das ist auch so ein Nicht-Planetensystem. Und wenn man da später Orbitale drin hat, bekommt man sogar 2 Siegpunkte pro Orbital. Und hier sind so, ja, sind so Forschungshandelsrouten. Da kann man später im Spielverlauf einzelne Marke erkunden. Dann erkundet man die gesamte Route, wenn man das schafft im Spielverlauf und dafür Ressourcen aufwendet. Na, also ich habe ja hier unten meine Heimatwelt. Ich könnte das auch später im Spielverlauf einfach hier irgendwo machen. Und dann, wenn das klappt, quasi mich von da aus ausbreiten, ohne jetzt da groß irgendwie erst hinzufliegen und da dann irgendwie eine Transportkette aufzumachen. Also da ist man wirklich sehr frei in dem Spiel. Wie das genau geht, gucken wir uns gleich an. Dann hat jeder Spieler so seine eigene Auslage. Hier wird Tau festgehalten. Also Tau ist quasi einfach die Währung, das Geld, das man zur Verfügung hat. Hier auf der Rassenkarte quasi steht drauf, womit man anfängt. Das heißt, im Prinzip wird, glaube ich, jeder Spieler das Gleiche. Sprich, am Anfang fängt man mit 14 Tau an. Also legt man hier einen auf die 4. Und dann gibt es hier so, ne, 10, 20, 30, 40. Das heißt, wenn ich 14 habe, lege ich das plus hier hin. Habe 34, lege ich das Ganze dahin. Und so passe ich das dann immer dementsprechend an. Ähnlich sieht es hier bei der Energie aus. Da kommt mein Marker einfach auf die 9. Und wenn ich da später jetzt noch irgendwie 2 Energie dazu bekommen würde, würde ich hier einen auf die 10 legen und den auf die 11, um anzuzeigen, dass ich 11 Energie habe. So, das hier oben ist quasi mein Schiff. Das sind die verschiedenen Bereiche meines Schiffes, die ich ausbauen kann. Hier steht immer, was für Ressourcen dafür aufgewendet werden müssen. Und je nachdem, was ich dann aufwerte, habe ich dafür besondere Vorteile. Bei Cargo kann ich zum Beispiel mehr Fracht transportieren. Bei Weapons kann ich besser angreifen. Bei Shields mich besser verteidigen. Bei Computers fliege ich, glaube ich, durch irgendwelche Sektoren besser. Und so muss ich immer gucken, welchen Bereich meines Schiffes möchte ich gerne verbessern. Das ist aber auch immer ein bisschen abhängig von den aktuellen Marktpreisen der Ressourcen, weil Sachen, die gerade richtig teuer sind, ne, wenn irgendwie man für Propulsion, wenn man dafür eine Ressource braucht, die gerade super selten ist, dann werde ich das wahrscheinlich eher nicht ausbauen. So, das hier sind die 9 verschiedenen Aktionen, die man zur Verfügung hat. Na, man kann irgendwie reparieren, handeln, Missionen machen, upgraden, bauen, forschen, sich bewegen, Energie nachladen, Wissenschaftler rekrutieren und so weiter und so fort. Hier unten drunter steht immer, was es an Kosten, also das sind immer die Energiekosten, sprich, wenn ich irgendwie irgendwas kaufen oder verkaufen will, würde mich das 2 Energie kosten, wovon ich ja am Anfang 9 Stück habe. Und ich könnte auch einfach als eine Aktion sagen, ich möchte gerne Refuel machen und dann fülle ich einfach meine Energie auf. Man hat immer 4 Aktionen, die man pro Runde machen kann. Also jeder hat hier so 4 Tokens. Das heißt, da muss man sich gut überlegen, was man macht. Im Einstiegsspiel, das wir jetzt spielen, spielt man nur 8 Runden. Das heißt, man hat insgesamt nur 32 Aktionen, die man durchführen kann. Das kann man später aber auf bis zu 12 ausweiten. Und man kann noch so, wir spielen jetzt nur mit den Basic-Regeln. Man kann das noch mit Advanced Rules ein bisschen alles aufwerten, dass es noch ein bisschen anspruchsvoller und interessanter wird. So, hier unten mit diesem Marker legt man fest, was es kostet, wenn man zum Beispiel Sachen baut, dann wird es einfach teurer. Beim Upgraden wird es scheinbar... So, hier unten werden einfach die Preise festgelegt, je nachdem, ob man eine Build-Aktion oder eine Upgrade-Aktion macht, multipliziert man das Ganze einfach mit dem Faktor. Das gucken wir uns auch gleich in der Praxis nochmal genauer an. Generell gilt aber immer, wenn ich das baue, dann schiebe ich den hier runter. Das heißt, es wird potenziell ein bisschen teurer alles. Und immer wenn ich so ein Upgrade mache, ne, dieses Dreieck hier, das steht quasi hier für Material einfach... Dann schiebe ich das ein bisschen höher und habe einen günstigeren Multiplikator. Hier unten legt man schließlich, wenn man Güter kauft oder verkauft, dann kann man die hier ablegen. Man kann maximal bis zu 4 Güter horten. Und hier auf das Feld kommt dann die Rassenkarte. Ne? Ich spiele hier ja das Zirconian Empire. Wie man sieht, das ist schon sehr militärisch. Also wenn irgendwann mal eine Militärprobe kommt, habe ich deren Wert von 4. Das heißt, ich würfe darauf 4 von diesen Würfeln. Wenn es um Industry geht, habe ich 3. Und bei allen anderen Sachen, also zum Beispiel Science, Technology, Logistics, Diplomacy, ist mein Wert 2. Das heißt, da habe ich nur 2 Würfel. Das möchte ich natürlich im Spielverlauf ein bisschen hochbringen. Und man hat so spezielle Sonderfähigkeiten. Ich kann also einen Attack nochmal rerollen. Und ich kann unbegrenzt Schaden für 2 Tau reparieren von meinen Schiffen zum Beispiel. Da kann jede Rasse was anderes. Also wenn man sich hier den Professor Oxori anguckt, der ist halt, ne, super technologisch, bei Industrie ganz hoch, bei Militär hat er halt dann auch nur einen Wert von 2. Er ist nicht affected von Cosmic Energy, das ist ein Spieleffekt. Und er kann eben Counter-Defensive during Battle rerollen. Das ist auch so eine Eigenschaft, die man später bekommt. Und bei den Startwerten sind die im Prinzip sonst alle gleich. So, das hier oben ist dann das Tau CT Exchange Board. Hier liegen zum einen die Crisis Tokens, die man später braucht. Das hier ist der Rundmarker. Wie gesagt, im Normalfall spielen wir
8 Runden. Später kann man aber dann 10 spielen und dann wird nach jeder Runde gewürfelt. Und wenn man eine 4, 5 oder 6 würfelt, spielt man noch eine. Und hier bei einer 5 oder 6 noch eine. Und es gibt noch so besondere Endbedingungen, die man auch noch festlegen kann. Nimmt man rein, welche man möchte. Dann endet das Spiel auch schon zu einem anderen Zeitpunkt, wenn man die maximale Rundenzahl noch nicht erreicht hat. Und das hier unten ist der Ressourcenmarkt. Hier werden die Preise mal festgelegt, die so eine Ressource quasi kostet oder die ich dafür bekomme, wenn ich mit dir handel. Und es kann eben von ja, 1 bis maximal 4 gehen. Wenn es 4 schon ist und wird danach nur teurer, passiert aber nichts mehr. Bin ich schon auf 1 und verliere noch einen an Wert, dann kann da auch nichts mehr passieren. Und ich glaube, in der finalen Version sind hier oben nochmal andere Symbole, damit das noch ein bisschen eindeutiger ist, was wozu gehört. Hier an der Seite liegen die Krisenkarten, hier liegen die Spezialistenkarten, die wir später im Spiel auch nochmal wieder brauchen. Und hier unten drunter habe ich jetzt noch so alle anderen Karten abgelegt. Also das hier sind die für die Interplanetary Missions, also das, wo so ein bisschen dieses Pickup und Deliver ins Spiel kommt. Dann haben wir hier Exotic Technology, die man später bekommen kann. Das sind dann so besonders gute Upgrades. Das hier sind Diplomacy-Karten. Diplomatie funktioniert sogar im Zweispielerspiel schon wirklich überraschend gut. Und das hier sind Advanced Rules, das, wovon ich vorhin erzählt habe. Da gibt es eben so verschiedene Regeln, wo man verschiedenste Bereiche des Spiels noch irgendwie erweitern kann um zusätzliche Regeln. Und da kann man einfach das an Regeln reinnehmen, worauf man Bock hat, was man jetzt noch reinbringen möchte. Wenn einem gerade das Basisspiel ein bisschen zu, wenn man das schon so kennt und denkt, okay, ich hätte da jetzt gerne ein bisschen mehr Würze drin, dann nimmt man einfach das rein. Ich glaube, man kann sogar, wenn man will, alle reinmachen. Davon würde ich aber am Anfang abraten, weil dann wird es echt viel zu kompliziert. So, und hier oben haben wir dann schließlich noch die Knowledge Cards, die man später im Spiel braucht. Das hier sind die verschiedenen Schiffs-Upgrades, die man so bekommen kann, von denen ich vorhin erzählt habe. Die gucken wir uns später nochmal an. Und das hier sind alle Knowledge-Marker, die wir jetzt noch nicht gebraucht haben. Das sind die, die auch im Spielplan liegen. Davon legt man halt zufällig eine bestimmte Anzahl aus. Und der Rest kommt dann hier oben drauf. So, und hier gibt es nochmal so Siegpunkt-Marker, die man in Weltraumkämpfen später bekommen kann. So, das war einmal eine grobe Übersicht über das ganze Spielmaterial. Also dann natürlich die Frage, wofür gibt es am Ende Punkte? Sowohl Tau als auch Energie werden als Punkte gezählt. Dann sind hier auf diesen Karten auch nochmal Siegpunkte. Wenn man die später im Spiel hat, bekommt man dafür auch nochmal Punkte. Ja, wie schon gesagt, wenn man hier Ressourcen auf Planeten baut oder Orbitale in Sternsysteme, wo es Punkte dafür gibt, dann bekommt man dafür auch nochmal Punkte. Und schließlich diese GP-Tokens, wie sie heißen, für die bekommt man am Ende auch nochmal das an Punkten, was draufsteht. Man kann die aber auch, wenn man denkt, man könnte vielleicht eher Geld gebrauchen als einen Token, zum Beispiel diesen Dreier auch in 10 Tau, also in 10 Geld umwandeln, oder diesen Einer immerhin in 6. Also auch Siegpunkte kann man quasi zu Geld machen, wenn man denkt, das bringt einem ein bisschen mehr. Und das sind so die vier Sachen, für die man in erster Linie Punkte bekommt. Und das sollte man eben im Hinterkopf behalten, weil egal was man macht, mit allem sollte man eigentlich versuchen, Siegpunkte zu verdienen. So, dann zu Spielbeginn werden erstmal auf alle Felder hier so zufällig Güter gelegt, Commodities, und dann wird der Ressourcenmarkt dementsprechend angepasst. Also das war jetzt wirklich rein zufällig. So, und dann fangen wir mit der Enlightenment. So, und dann fängt die erste Runde an. Eine Runde besteht immer aus zwei Phasen. Zuerst Enlightenment und dann die Aktionsphase, die quasi ein bisschen das Herzstück des Spiels ist. Wie eben schon gesagt, liegen von allen Spielern hier 5 Ressourcenbeutel drin und von allen Farben, die nicht mitspielen, 2. Das heißt, irgendein Spieler, der Startspieler, also wenn ich jetzt Startspieler bin, würde ich einfach meine Karte hier in diesen Halter stecken, um einfach anzuzeigen, dass ich diese Runde Startspieler bin. Das geht dann danach einfach reihum, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann wird hier einfach ein Marker rausgezogen. Das ist der silberne. In dem Fall ist es jetzt kein Problem für mich, das zuzuordnen. Das heißt, die Krise, wenn es eine gibt, wird diesen Planeten hier betreffen. Das heißt, der wird einfach nur gezeigt, dass sich alle das merken. Und dann wird er wieder zurück in Beutel gelegt. Ich lasse ihn jetzt mal hier liegen, damit man das immer so als Erinnerungsstütze hat. So, dann nehmen wir eine Karte vom Krisendeck und eine Karte vom Spezialistendeck und machen daraus mal so einen Stapel. So, dieses Deck können jetzt die Spieler auffüllen, der Reihe nach, indem sie von ihren Handkarten, mal zu Beginn, zwei Spezialistenkarten, eine Krisenkarte auf der Hand, da einfach eine Karte reinspielen. Man kann 0 bis so viele, wie man möchte, reinspielen. Pro Karte, die man reinspielt, bekommt man plus 2 Energy dazu. Also wenn man gerade ein bisschen low on Energy ist, dann kann man dadurch auch einfach seine Energie erhöhen. Gerade wenn das Karten sind, die einem sonst später nicht wirklich viel bringen. Die Karten gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Erstmal muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich irgendwas da reinspielen möchte. Und könnte jetzt einfach mal sagen, wenn ich das Spiel richtig verstehe, dass ich diese Karte hier reinspiele, weil das ist eine Krise auf Industry Specialization und mein Mitspieler hat keine Spezialisierung auf Industrie, daher kann ich ihm damit nicht wirklich schaden. Also, das wäre natürlich normalerweise auch ein Grund, die zu spielen, aber so kann ich sie einfach reinspielen. Sie bringt mir nichts, es bringt mir nichts abzusagen, bis sie taktisch clever ist, sondern ich kriege jetzt einfach 2 Energie dafür. Das heißt, ich gehe hier auf 1 und hier lege ich einen drauf, um anzuzeigen, dass ich 11 habe.
Und da ich ja gegen einen KI-Gegner spiele, werden seine drei Karten, die er hat, einfach gemischt und dann wird zufällig eine da reingelegt. Da der KI-Spieler keine Energie verwendet, bekommt er dafür auch keine Energie. Dann wird das Deck, was übrigens das aktive Deck heißt, gemischt, damit man nicht mehr weiß, wer was reingespielt hat, wobei das, glaube ich, auch nicht super wichtig ist. Und dann wird das Ganze aufgedeckt und dann guckt man Krisen und Spezialisten. Also wir haben hier einen chemischen Spezialisten drin, also der würde eine Chemical Crisis preventen, aber da wir keine Krise mit diesem Symbol hier haben, wird nichts prevented. Wenn der jetzt dieses Biohazard-Symbol hätte, dann würde einfach die niedrigste Karte, hier oben steht eine 6 drauf, zusammen mit dem Spezialisten rausgenommen werden. Und dann würde man bei den anderen Krisen gucken und würde sehen, okay, hier ist nirgendwo ein Spezialist, der sich damit beschäftigen kann. Also finden die Krisen statt, und zwar nicht alle, das hier ist 9, das ist die 18, sondern nur in dem Fall die mit der höchsten Nummer. Und die anderen Karten werden einfach alle discarded. In dem Fall jetzt, ne, die vier Karten hier, der Spezialist ist für nichts zuständig, also guckt man auch da einfach, was ist die höchste Nummer. Das ist auch die Bio-Agent Pandemic. Die anderen Karten werden abgeworfen, das heißt, die werden unter ihre entsprechenden Stapel wieder zurückgelegt. So, und damit ist diese Krise jetzt aktiv. Ne? Initiate Biohazard Crisis. A strange biological agent has created a pandemic on the planet. It appears to be a gas-borne agent and now is penetrating the outer reaches of the atmosphere, reducing its H2 levels. Und der Effekt ist jetzt, all captains who have a science specialization lose 2 energy. Das ist erstmal nicht so schlimm, aber diese Krise ist auf jeden Fall aktiv. Also nehmen wir hier so einen Krisentoken mit dem Biohazard-Zeichen und legen den auf dem entsprechenden Planeten, einfach um anzuzeigen, dass die Krise aktiv ist, drehen das Ganze auch um. Und dadurch haben wir eine Krise bei Wissenschaft in dem Fall. Also schieben wir hier den Markraum 1 hoch. Das heißt, die Güter sind begehrter und sind teurer und für uns im Einkauf natürlich auch schwieriger. Aber wenn wir die zufällig noch irgendwie haben und handeln können, dann ist das gut für uns jetzt, weil dann können wir damit richtig Profit machen. So, ein weiterer Effekt wäre, jetzt liegt ja diese Krise auf einem Planeten und wenn der Spieler, dem dieser Planet gehört, eine Wissenschafts-, also eine Science-Spezialisierung hätte, was dieser hier nicht hat, der ist auf Technology spezialisiert, dann würde er jetzt einen Ressourcenwürfel verlieren. Das ist am Anfang noch nicht wichtig, weil da liegen noch keine. Später kann das aber wichtig sein, weil dafür bekommt man ja Siegpunkte. So, und damit wäre die Enlightenment-Phase jetzt auch schon abgeschlossen. Also das Herzstück des Ganzen ist einfach, dass man am Anfang sieht, okay, welcher Planet könnte betroffen sein. Dann müssen die Mitspieler die ja zu passenden Karten auf der Hand haben, beziehungsweise sind ja auch immer zwei zufällige drin. Und dann kann es eben sein, dass einen das wirklich hart trifft. Deswegen ist es da ganz gut, wenn man mit Spezialisten aufgestellt ist, um eben diese Krise nach Möglichkeit abzuwehren. Und dabei können einem auch irgendwie andere Spieler helfen, wenn sie finden, das macht Sinn. Oder sie können eben dazu beisteuern, indem sie noch mehr Karten da reinspielen. Das entwickelt so Dynamiken, die werden erst später im Spielverlauf ersichtlich und dann auch erst wirklich wichtig. Aber wichtig ist, so eine Krise bleibt auf einem Planeten so lange liegen, bis sie gelöst ist. Für das Lösen von Krisen bekommt man auch Punkte und sonstige Vorteile, aber es kann sein, dass der Planet, wenn der jetzt immer wieder zufällig gezogen wird, halt mehrere Krisen ansammelt. So, der Spieler, der zuletzt einen Science-Fiction-Film geguckt hat, wird Startspieler, in dem Fall bin ich das. Im Normalfall sagt die Regel, dass man jetzt alle Marker, die hier liegt, einsammelt und neue auslegt und dadurch dann hier die Marktpreise dementsprechend anpasst. Das erspare ich mir jetzt in der ersten Runde mal, das steht zwar so nicht in der Anleitung, aber ansonsten hätte man das am Anfang gar nicht auslegen müssen, das wäre total sinnlos gewesen. Und wir machen das einfach mal ab Runde 2. Dann könnte ich mir jetzt neue Karten holen. Ich könnte zum Beispiel einen meiner vier Aktionsmarker hier auf Recruit legen und dann dürfte ich mir eben sowohl vom Spezialisten als auch vom Krisenmarker, ich muss mal von beiden ziehen, eine Karte dafür nehmen. Und ich könnte, wenn ich so ein Handelsgut hier habe, was ich habe, könnte ich das abwerfen, um mit dieser Aktion noch zusätzlich das einmal durchzuführen. Das heißt, am Anfang wäre, da ich da zwei Stück von habe, wenn ich die Regel richtig verstanden habe, da steht eben, dass man zwei Handelsgüter hat, nur von der Ressource, die die Heimatwelt produziert, das ist gerade die aktuelle. Das heißt, ich könnte das jetzt machen, könnte sagen, okay, ich hole mir hier die beiden Karten, habe dann jetzt einen Political Military Spezialist. Das wäre jetzt so eine Karte, die könnte ich aufspielen, um zum Beispiel plus einen Würfel auf alle Military Skill Checks zu haben. Das wäre natürlich richtig gut. Und ich würde Schaden vermeiden, wenn ich durch Asteroidenfelder reise, ne, weil ich hier so einen Veteran Pilot habe. Das wäre natürlich ziemlich gut. Da ich persönlich aber auch bei Militär ganz stark bin und eine Militärkrise,
und eine Militärkrise mir richtig gut schaden könnte, könnte ich diese Karte auch auf der Hand behalten, um eine militärische Krise abzuwenden, wenn später Gefahr ist, dass vielleicht eine kommt. Da muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich das möchte oder nicht, weil plus one die on all military skill checks ist natürlich ganz nett, aber da ich da eh schon vier Würfel habe, wird das jetzt nicht so wirklich viel bringen, also könnte ich die auf jeden Fall auf der Hand behalten und das wäre zum Beispiel einfach eine Krise, eine Military Crisis, das heißt, ja, das wäre ziemlich doof für mich, die zu spielen, damit würde ich mir selbst das Leben erstmal schwer machen. Wenn ich diese Krisen richtig verstanden habe. So, dann kann ich jetzt ja so einen Handels- und Diplomatie-Marker abgeben, den lege ich dann wieder zurück in den allgemeinen Vorrat und mache das einfach nochmal mit der gleichen Aktion. Und jetzt habe ich einen Market Analyst, die ist ziemlich cool, da kriege ich auf alle Industry Skill Checks plus 1, also einen Würfel, den ich mehr werfe, und ich kann das einmal pro Runde benutzen, um den Markt zu verändern, also um eine Ressource, um eins hoch oder runter zu setzen. Das ist ziemlich gut, das ist ziemlich mächtig, das heißt, die Karten habe ich jetzt auf Hand. Das kann ich auch nur einmal machen, weil die Regel sagt halt, ne, reveal at beginning of phase, utilize for duration of phase understated otherwise, das heißt, die bleibt für eine ganze Runde im Spiel, danach kommt die raus, außer es steht hier anders drauf. Die hier kann ich auch nur einmalig benutzen, da steht ja auch drauf, exhaust after one use, also die ist dann einfach erschöpft und verbraucht. So, jetzt habe ich ja noch drei. So, im Normalfall wären jetzt alle anderen Spieler einmal dran, könnten eine Major Action und halt eine beliebige Anzahl dieser Minor Action machen, die es da gibt, einen Skillcheck nochmal neu würfeln, Handel mit der Bank oder eine Krise lösen und da ich aber Solo spiele, mache ich alle meine vier Aktionen nacheinander und dann wird die AI abgehandelt, was hoffentlich relativ schnell gehen sollte. Das heißt, ich könnte mir jetzt noch überlegen, dass ich gerne Explore machen würde. Da sagt ja dieses minus 1 hier, dass mich das 1 Energie kostet, also schiebe ich hier meinen Energiemarker runter und bin damit jetzt bei 10. So, durch Erforschen kann ich Wissen verdienen. Und ich kann vielleicht Orbitale in Sektoren bauen, wo ich noch nicht drin war, um dadurch Siegpunkte zu bekommen. Und das kann ich überall machen. Also ich könnte jetzt einfach sagen, ich möchte hier gerne exploren oder ich möchte hier gerne exploren. Ich könnte jetzt einfach mal sagen, ich würde das gerne hier machen. Dann kann ich mir einen dieser beiden Slots hier aussuchen. Ich würde da jetzt einfach mal den hier nehmen. Deck den dann auf. Gucken wir mal, was da ist. Das ist hier so ein, ich glaube, so ein Geological-Dings. Also gucke ich jetzt hier bei den Knowledge-Karten, ne, das ist dann die Karte, da nehme ich jetzt einfach die oberste, reveal die, deck die. A nearby asteroid is causing your electronics to fail, land on the asteroid to check for magnetic properties, use your industry skills to check its properties, das heißt, man guckt jetzt, ich habe, Gott sei Dank, Industry von 3, das heißt, ich würfel damit 3 Würfeln drauf. Und sobald ich eine 5 oder eine 6 gewürfelt habe, ist die Probe ein Erfolg und ich bekomme ein Knowledge, also das Token, das ich gerade aufgedeckt habe. Und dann wird noch nach der Summe geguckt, aber erstmal würfeln wir. Das heißt, ich nehme jetzt meine Würfel, guck, habe eine 5 dabei. Also hätte ich nur 2 Würfel gehabt, wäre die Chance, dass keine 5 dabei ist, deutlich höher gewesen, oder 5 oder 6. Das heißt, plus ein Knowledge. Also nehme ich mir jetzt diesen Wissensmarker und lege den bei mir ab. Und dann addieren wir noch die Werte, das ist 9, das heißt, ich bin bei 9 bis 16, dadurch bekomme ich plus 1 Energie. Wenn ich bei 2 bis 8 gewesen wäre, dann hätte ich Schaden bekommen auf mein Schiff und hätte mir so einen Marker nehmen müssen, um einfach anzuzeigen, dass mein Schiff schon einen Schaden hat, was gar nicht so gut gewesen wäre. Aber so ist alles gut und ich bekomme einfach 1 Energie dazu, habe damit wieder 11. Die Karte lege ich dann wieder unter den Stapel. So, jetzt war mein Explorer erfolgreich, jetzt kann ich hier so ein Claim-Token auf diesen Marker anlegen, um anzuzeigen, dass ich derjenige bin, der diese Route erforschen darf, darf das sonst kein anderer machen, das heißt, wenn das aber meine ist, dann ist es meine, aber es gibt in dem System noch eine Route, die kann dann noch irgendein anderer Spieler die kann da auch noch irgendein anderer Spieler erforschen, sodass da bis zu 2 Leute in einem System sein können. Wenn ich gleich noch eine Aktion durchführe und das hier löse, dann kann ich einen meiner Steine hier aus diesem Beutel nehmen, leg den da drauf und dann zeige ich damit quasi an, dass ich da jetzt präsent bin und ich da jetzt auch Orbitale bauen kann, wenn ich das möchte. So, das könnte ich als zweite Aktion gleich mal machen. Ich könnte also sagen, ich möchte nochmal Explore machen, gebe da wieder eine Energie für aus, gucke mir dann diesen Marker her und sehe, oh, es ist Cosmic. Ziehe also so eine Cosmic-Karte und guck mal, was es ist. Und sehe schon, es geht auf Science, ne, Cosmic. You found an ancient crystal artifact, which appears to be inscribed with a cosmic decipher code, unlocking the origin of a cosmic crisis. Richtig geil. Naja, ich soll jetzt meine Wissenschaftsskills benutzen, um seine Validität zu überprüfen. Und ja, Science habe ich leider nur 2. Das heißt, ich nehme mir da jetzt 2 Würfel
und habe in dem Fall ja, versagt. Das heißt, ich habe es nicht geschafft. Also gucken wir nochmal. Ich bin hier bei einer 6 gelandet. Also nehme ich jetzt 2 Würfel. Würfel, habe eine 6 dabei. Also habe ich es geschafft. Bekomme plus ein Knowledge. Also bekomme ich jetzt einfach dieses Knowledge-Token. Und weil ich eine 9 habe, bekomme ich noch plus 2 Tau, also plus 2 Geld dazu. Damit bin ich dann auf 16 hoch. Und meinen Marker lege ich jetzt dahin. Jetzt habe ich eine Wurzel, wie es so schon heißt, begründet. Das heißt, von da ausgehend kann ich jetzt neue Systeme erkunden. Das heißt, ich kann irgendwie mich hierhin ausbreiten oder irgendwie hierhin. Oder wenn ich hier noch was aufdecke, mich dahin ausbreiten. Aber wenn ich jetzt irgendwie hier und dann hier auch so ein System hätte, sobald irgendwer diesen Würfel hier entfernt, was Mitspieler durchaus machen können, dann ist die Wurzel quasi abgeschnitten, also die Route zur Wurzel abgeschnitten. Dann kann ich mich, auch wenn ich hier irgendwo später Marker drin liegen habe, von da aus nicht mehr ausbreiten. Ich muss erst die Verbindung wiederherstellen. So, und jetzt habe ich noch eine Aktion über. Das heißt, ich könnte gleich sagen, ich möchte so ein Bild machen. Und dann schiebe ich diese Material Marker einfach 1 nach links und jetzt zahle ich einfach 2-mal den Wert, der da steht. Das heißt, in dem Fall wären das 6 Tau, also gehe ich von 16 runter auf 0. Und dann schiebe ich eines meiner Orbitale in das System und lege den Ressourcenwürfel dafür auf meinen Planeten und der produziert jetzt für mich Ressourcen. So, jetzt bin ich mit all meinen Aktionen durch. Jetzt wird geguckt, dass hier sind so schwarze Striche. Das heißt, dadurch ist mein Bereich in 3 Spalten aufgeteilt. Und da wird geguckt, wo habe ich die höchstwertige Aktion gemacht. Und zwar ist das hier Prioritätsstufe 1, hier 2, hier 3. Und sobald, egal wie viele Marker ich woanders habe, sobald ich einen hier vorne habe, ist das die höchste Priorität. Und dann guckt man quasi bei der KI, ne, dass wir halt die, das ist quasi die höchste Priorität, das hier, das in der Mitte und das das dritte. Sprich, das bei mir die höchste Priorität war, gilt jetzt dieses hier. Also nehmen wir dort einen Würfel, Würfel eine 4. Und das gibt jetzt vor, was die KI in ihrem Zug durchführt. Das heißt, erstmal verliert sie 2 Tau, geht also auf 14 runter. Sie startet immer mit 16. Dann führt sie eine Recruit Action durch. Das heißt, sie zieht 2 Spezialisten und eine Krisenkarte und fügt die einfach zu ihrem Vorrat hinzu. Dann steht da noch Them Pay Cost. Da weiß man nicht wirklich, was damit gemeint ist. Aber man zahlt da eigentlich keine Kosten für. Dann soll man sich sofort die Karten angucken. Wir haben ja hier eine Biohazard Crisis. Wenn die KI die lösen könnte, dann wird man das sofort machen, hat aber dafür keine passende Karte, also findet das nicht statt. So, dann würde jetzt eine Build-Action machen, das ist gleich, was ich gerade gemacht habe, einfach in Ressourcen gegen Orbital-Marker umwandeln, aber da er noch gar keine Ressource hat, entfällt das. Aber dann macht er jetzt als nächsten Schritt Explore, das heißt, wir gucken nach der niedrigsten Sektornummer. Also nimmt er sich jetzt irgendeinen Marker runter, zum Beispiel den hier, sieht, aha, auch so ein Cosmic. Und sehen jetzt auf der Karte, you've come across a rogue alien drone and orbiting a nearby asteroid appears to have an IE and could be hostile. Roll an attack, you must roll a 4 to disable its power source. Oha, er hat bei Weapons nur einen Punkt hier, das heißt, er würfelt dann nur mit einem Würfel, also ist die Chance, dass er es schafft, relativ hoch. Und es muss ja auch wirklich eine 4 sein, es ist nur eine 2, also schlägt der Angriff fehl. Also bekommt er dadurch jetzt einen Schaden. So, und da er, glaube ich, eine 2 gewürfelt hat, bekommt jetzt dieses System hier so einen Schadensmarker. Und das ist jetzt erstmal out of use, das heißt, es kann nicht geupgradet werden, bevor er das nicht repariert hat. Was er aber immer automatisch macht, sobald er mehr als einen Schadensmarker hat, repariert er alle, bezahlt dafür die Kosten und macht dann noch eine Build-Action for free. Aber das wäre jetzt schon alles, was die KI macht. Wie gesagt, da steht hier nochmal alles schnell nebenbei erklärt, das ist alles hier leicht zu finden. Das heißt, da geht es auch gar nicht so sehr darum, wie führt die Aktion durch und was macht er, sondern es kommt nur darauf an, was kommt dabei raus. So, dann wäre die Runde zu Ende. Jetzt wird normalerweise das Ding an den nächsten weitergehen. Der wird seine Karte reinstellen, um anzuzeigen, dass er Startspieler war. Und dann würde die nächste Enlightenment-Phase anfangen. Da wird traditionell geklatscht. Also alle Spieler würden jetzt in die Hände klatschen und damit diese Phase einleiten. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Ne, diese Krise hier ist immer noch aktiv, also bleibt die liegen. Das heißt, als erstes gucken wir wieder, welcher Planet könnte davon wohl bedroht sein. Und wir sehen, oh, es ist, ja, ich würde mal sagen, es ist grün. Wie gesagt, absolut rot-grün-blind. Grün ist dieser Planet hier. Ich lasse es jetzt erstmal wieder hier draußen liegen als Gedächtnisstütze. Also wissen wir jetzt schon mal, okay, uns kann das nicht so betreffen. Das ist also erstmal alles ganz entspannt. Also bilden wir wieder das aktive Deck, nehmen von beiden Stapeln jeweils eine Karte.
Jetzt würde es bei mir natürlich auch Sinn machen, zu gucken, was für Krisenkarten habe ich. Und da habe ich vielleicht irgendwo für den passenden Spezialisten, weil dann könnte ich ja die Krisenkarte reinspielen und die Krise dann gleich mit dem passenden Spezialisten lösen, wenn es dann die aktive Krise wird. Und vielleicht noch andere Spezialisten reinspielen, um zu verhindern, dass irgendeine andere Krise gerade aktiv wird. Also das ist, weil dadurch bekommt man auch nochmal 3 Punkte, was nicht wenig ist. Leider habe ich da gerade nicht wirklich irgendwas Passendes für. Ich könnte natürlich jetzt drauf pokern, dass irgendwas anderes die aktive Krise wird und dann behalte ich lieber meine Karten auf der Hand. Da ich ja auch nichts Passendes auf der Hand habe, könnte ich mir jetzt auch überlegen, okay, ich spiele vielleicht, na die vielleicht nicht, weil die geht ja auf Military, also spiele ich die rein, die geht auf Logistics und das erhöht natürlich die Chance, dass vielleicht die Krise die aktive wird und nicht, nee, eigentlich ist es total dumm, was ich gerade erzähle. Weil da wird natürlich die Chance bestehen, dass die anderen Spieler die dazu passende Karte auf der Hand haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das trotzdem machen will, um dafür irgendwie Energie zu bekommen. Oder ob ich mir das aufbewahre. Ich sage mal, ich tue da nichts rein mal wieder. Beim AI-Spieler wird wieder gemischt und eine Karte kommt da ins Deck. Dann werden auch die Karten wieder gemischt und dann wird geguckt. Und wir sehen, es passt nichts von den Symbolen her zueinander. Also guckt man einfach, bei der Krise haben wir sogar nur eine, es wäre sogar nur eine 3, also relativ niedrig, eine Chemical Crisis, die jetzt auf diesem Planeten stattfindet. Ja, die Karte sagt jetzt, molekulare Diatoms have surfaced around the planet and reacting with CH4 compounds, thus depleting life forms at the bottom of the chain. All captains with science specialization incur 1 damage to any system. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Auf jeden Fall kommt da jetzt so ein entsprechender Science-Marker auf diesem Planeten. Und die Krise sorgt jetzt dafür, dass die Dropbox um 1 nach unten geht. Also passen wir hier den Marker an. Der ist leider schon ganz... Nee, nicht nach unten. Der geht um 1 nach oben. Das ist schon mal ganz gut. Die Krise hier bleibt aktiv. Das heißt, wir haben jetzt 2 Krisen, die aktiv sind. Da sollte man sich vielleicht auch so ungefähr merken, welche auf welchem Planeten ist. Ja, die anderen Karten kommen wieder weg. Ja, oder auch nicht, gerade nochmal eine Regel geguckt, nur die Marker bleiben da drauf, die Karten kommen einfach wieder unten drunter. So, und jetzt will die nächste Runde wieder losgehen, ich nehme hier die Marker wieder zurück und jetzt habe ich wieder völlig die freie Wahl, was ich gerne machen möchte. Aber vorher werden noch hier die Güter eingesammelt, die 4, die es dort gibt und dann mit den verbleibenden, die es hier gibt, gut durchmischt und dann kommen da wieder einfach neue hin. Das hätte übrigens auch bedeutet, dass hier die entsprechenden Marker runtergehen. Das heißt, ich glaube, der geht wieder einen runter, der einen runter, der einen runter, der einen runter. Die beiden hier sind ja, glaube ich, durch die Krisen hochgegangen. Das heißt, die bleiben jetzt erstmal auf 1 und relativ hoch. Dann werden hier 4 neue aufgedeckt und oder erstmal auf die Planeten gelegt und dann aufgedeckt, damit das wirklich Zufall ist. Und dann sehen wir haben hier 2 Industry, 1 Science und 1 Diplomacy. Und das ist jetzt der Wert der einzelnen Ressourcen. Wir haben es ja noch nicht so wichtig, das kommt jetzt gleich aber. So, jetzt eine weitere Aktion könnte ich jetzt... ich könnte jetzt als erstes diese Karte hier ausspielen. Das heißt, für diese Runde kann ich einmal den Markt manipulieren und ich bekomme +1 auf alle Industry Skill Checks. So, dann könnte ich jetzt als erste Aktion zum Beispiel sagen, ich möchte gerne Interplanetary Mission machen. Dafür verliere ich eine Energie, das heißt, jetzt habe ich nur noch 9, also im Prinzip wieder genauso viel wie am Anfang. Und dann ziehe ich von dem Deck hier die obersten 3 Karten und suche mir einen davon aus. Könnte mir einen davon aussuchen, könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die hier haben. Ne? Create Liquid H2O, you have volunteered to take a part in a mission to create more Liquid H2O on Numa. Will ich das wirklich? Jetzt könnte ich jetzt sagen, travel to Numa, upon arrival announce Triola beep beep Alpha 59, use your industry skill to activate the H2O Hydrolyzer. Da muss ich jetzt nach Numa fliegen, dann halt das einfach sagen, das kann man auch weglassen, wenn man möchte. Dann muss ich würfeln auf Industry, da habe ich ja 3, plus die eine Karte, die ich diese Runde gespielt habe, sogar 4 Würfel. Und wenn ich eine 5 oder 6 würfel, habe ich einen Erfolg und kriege dafür +6 Tau, also +6 Geld. Das ist schon mal ganz gut auf jeden Fall. Die Karte lege ich jetzt hier auf den Slot, die bleibt so lange aktiv, bis ich sie erfüllt habe. Die anderen Karten lege ich einfach wieder unter den Stapel. So, manchmal kann auf diesen Karten auch draufstehen, dass ich zum Beispiel dieses Gut hier zum Zuron-Asteroiden bringen sollte, was für mich ganz gut wäre, weil der ist direkt nebenan. Dafür muss ich nicht extra dieses Gut kaufen, da zählt dann diese Karte als das Gut. Und wenn ich so eine Karte gehabt hätte, ich glaube, sowas hatte ich gar nicht, dann hätte ich geguckt, wie weit bin ich in diesem Zug geflogen, um da hinzukommen und würde die Anzahl an Feldern mal nehmen mit meiner Cargo-Hohezeit, also wie viel Cargo kann ich haben. Sprich, in dem Fall hätte ich einfach nur ein Feld weiterfliegen müssen, das wäre es 1x2, also ich dafür nur 2 Tau bekommen, das wäre nicht so super geil. Dementsprechend hätte ich die Karte wahrscheinlich auch nicht genommen.
Also angenommen, ich würde es jetzt erfüllen wollen, dann müsste ich ja 1, 2, 3 Felder weit fliegen und mein Propulsion, also mein Antrieb, hat momentan nur 2. Das heißt, ich könnte das mit 2 Move-Actions erreichen oder ich würde erst das ausbauen auf einen höheren Antrieb und dann einmal eine Bewegungsaktion machen und dann wäre ich in einem Rutsch da. So, angenommen, ich würde ein Upgrade durchführen wollen, ja, dann würde ich hier diese Upgrade-Aktion wählen. Das heißt, ich würde dann hier den Marker erst um 1 hochschieben und dann würde ich gucken, dann würde ich mir hier aus diesen Antrieben einen raussuchen. Es gibt 2 Dreierantriebe und ein Viererantrieb. Würde jetzt sagen, okay, wenn ich den Vierer haben möchte, dann würde ich gucken, Propulsion ist hier mit diesem Technology, mit dieser Technology-Ressource. Dann würde ich gucken und würde sehen, okay, das ist, ne, Propulsion ist hier mit dieser Ressource, dieser Technology kombiniert. Da betragen die Kosten gerade 1, also müsste ich jetzt sogar nur 4 mal 1 dafür bezahlen, also 4 Tau. Oh, ich glaube, das mache ich sogar. Ich mache das einfach mal. Leg den Marker dann hier drüber, reduziere mich dann um 4 auf 6 runter. Ob sich das so rechnet, würde jetzt natürlich bedeuten, dass für mich mit so einem krassen Antrieb dieses Pick-up and Deliver jetzt schon mal eine gute Sache wäre und ich das vielleicht sogar die ganze Zeit machen könnte, weil ich einfach immer gut mich irgendwo hinbewegen kann. Wobei, es gibt ja auch so Asteroidenfelder und so, da ist es ganz gut, wenn ich noch andere Upgrades mache. Aber das wäre so jetzt eine Methode, um in diesem Spiel Punkte zu sammeln, einfach ganz viel von Planet zu Planet fliegen. Das wäre eine Möglichkeit, wie gesagt, aber im Prinzip stehen eigentlich immer alle Möglichkeiten offen. Die anderen lege ich dann wieder weg und auch da gilt, wenn weg, dann weg. Jetzt hätte ich übrigens noch, wenn ich die entsprechende Ressource hier in meinem Schiff gehabt hätte, hätte ich davon beliebig viele ausgeben können. Also hier einfach, ne, wenn ich davon 4 gehabt hätte, hätte ich sagen können, ich gebe davon 2 aus. Und dann gucke ich, was ist der aktuelle Wert. Das wäre halt in dem Fall nur 1. Also hätte ich um 2 die Kosten dafür reduziert. Und so kann man mit den Ressourcen das dann auch ein bisschen billiger machen. Ne, das ist natürlich besonders gut, wenn gerade irgendwas richtig teuer ist, weil der Wert relativ weit oben ist. Ich habe da aber ein paar Ressourcen von auf meinem Schiff, dann kann ich das Ganze so wieder ein bisschen kompensieren, habe dann aber natürlich die Ressourcen verloren. Und auch da geht wieder, wer irgendein System beschädigt, dann hätte ich das nicht upgraden dürfen. So, also habe ich das jetzt wirklich durchgeführt, weil das echt recht billig ist. Also schiebe ich den hier wieder einen hoch. Und das ist im Prinzip schon alles, was ich damit machen kann. Und jetzt kann ich im nächsten Zug sagen, okay, ich möchte gerne Move machen. Würde dann wieder gucken, ich habe ja einen Antrieb von 4, also kann ich mich 4 Sektoren weit bewegen. Ne, jedes Hexfeld ist ein Sektor, also könnte ich sagen 1, 2, 3. Dann bin ich da jetzt in diesem Sektor, sage jetzt also Triolor Beep Beep Alpha 59, benutze meine Industry Skills, normalerweise 3 durch diesen Market Analyst plus ein Die, also habe ich 4 Würfel und die würfel ich jetzt, dann habe ich da auch nicht eine 5 oder 6 bei, ja. Eine 6 ist dabei, das heißt, es klappt und ich bekomme dafür jetzt 6 Tau dazu, bin also wieder bei 12, das hätte ich eben noch wegmachen müssen, bin hier also wieder bei 12 jetzt, das heißt, ich habe im Prinzip plus minus 0 gemacht, habe aber jetzt schon mal dann einen guten Antrieb, der dafür sorgt, dass ich einfach solche Missionen später häufiger erfüllen kann und die Karte kommt jetzt einfach wieder zurück. Und ich hätte jetzt auch, ich denke, ich habe zwar eigentlich noch einen Bewegungspunkt über, aber ich glaube, ich muss meine Bewegung in dem System... So, und ich habe jetzt ja noch einen Bewegungspunkt über. Ich glaube, um diesen Auftrag zu erfüllen, muss ich die Bewegung wirklich da beenden. Hätte ich noch einen Bewegungspunkt über, dann hätte ich jetzt so ein Teil hier ziehen können. Das wäre jetzt ein Wurmloch gewesen. Und hätte das irgendwo hier passend irgendwie anlegen können, dass das quasi die äußeren Sektoren sind. Wenn man dann hier später ein Orbital hat, dann kriegt man dafür 3 Punkte pro Orbital. Das ist richtig gut. Hier auf dem Punkt würde man auch noch so ein Knowledge-Token legen. Und es ist eben Wurmloch. Das heißt, wenn ich irgendwo anders später noch ein Wurmloch aufdecke oder irgendwer anders tut das, dann sind die benachbart und man kann einfach von Wurmloch zu Wurmloch springen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Also jetzt habe ich noch eine Aktion über. Sinn würde es machen, jetzt noch so ein Interplanetary Mission zu machen. Aber ich möchte euch ja viel zeigen. Also mache ich mal hier auf Sell and Buy. Das kostet mich auch wieder 1, 2 Energie. So, beim Verkaufen ist die Anleitung wieder ein bisschen unklar. Da werde ich auch nochmal nachfragen für die spätere Rezension, die ich nochmal machen werde. So, fürs Verkaufen ist die Anleitung auch wieder leider ein bisschen unklar. Die sagen nicht, dass sich das auf irgendein System bezieht. So, wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann sind nur die Güter handelbar, die gerade auf dem Planeten ausliegen, weil die eben gerade nachgefragt sind. Die Anleitung sagt dann, wenn man im Weltraum handelt, dann verdoppeln sich die Energiekosten dafür. Da bin ich mir relativ unsicher, wie das gemeint ist, weil nirgendwo in der Anleitung steht, dass man nur da handeln kann, wo sein Raumschiff ist. Und sonst im Spiel ist man ja auch relativ unabhängig von dem Schiff. Das ist, glaube ich, wirklich in erster Linie zum Kämpfen da und für Pick-up and Deliver, aber nicht für die ganzen anderen Spielmechaniken.
Aber grundsätzlich könnte ich jetzt handeln, indem ich zum Beispiel diese Karte hier benutze und Diplomacy, hier diese Ressource um einen nach oben schiebe, womit der Wert quasi 3 ist. Ich habe davon 2, also könnte ich die alle verkaufen. Also ich würde die dann einfach abgeben und würde mir dafür 6 Tau nehmen, hätte damit jetzt 18. Das wäre schon mal ganz cool. Und dann, man kann so viel kaufen und verkaufen, wie man möchte, könnte ich sagen, ich möchte mir gerne hier Logistics holen, da ich das auch einen runtersetzen können. Aber da könnte ich jetzt einfach sagen, ich möchte gerne irgendwie 3 davon kaufen, also lege ich den hier mal auf die 3 und, oder ich kaufe nur 2 und dann muss ich eben, ne, 2 mal 2, also 4 dafür ausgeben und bin dann auf 14 wieder runter. Und ich könnte mir jetzt noch andere Ressourcen kaufen, wenn ich das wollen würde. Ich kann andere Ressourcen verkaufen, wenn ich noch welche hätte. Also ich kann hier beliebig viele sammeln. Ich zeige dann, ne, ich habe hier eben am Anfang 2 drauf liegen gehabt, das ist einfach falsch. Die Zahl, die hier steht, sagt einfach, so viel habe ich davon. Also ich habe jetzt 2 von dieser Logistics-Ressource. Die hat auch irgendeinen anderen Namen, aber der steht normalerweise hier auf dem Spielbrett auch drauf. Meine Version jetzt tut das nicht. Würde Seeding, hätte ich nur einen davon. Würde Seeding, hätte ich 4-mal diese Ressource. So wird einfach angezeigt, dass ich 2 davon habe. So, jetzt habe ich euch im Prinzip alles Wesentliche an Aktionen einmal gezeigt. Angenommen, wir werden jetzt eine Runde weiter. Dann könnte ich auch noch sagen, ich möchte gerne Refuel nehmen. Da schiebe ich dann einfach hier meine Energie um 2 hoch. Das ist halt, dadurch komme ich eben wieder an Energie, wenn ich dringend welche brauche, aber habe dafür eben auch eine ganze Aktion verschwendet. Beim Repair würde ich einfach 3 Energie abgeben. Und dann, wenn ich hier irgendwie Schaden liegen hätte, würde ich einfach 1 Tau bezahlen pro Schaden, den ich repariere. Wenn mein Schiff auf einem Planeten ist, da steht ja diesmal sogar wirklich drin. Und wenn mein Schiff irgendwo im Weltraum ist, dann müsste ich dafür sogar 2 Tau pro Schaden bezahlen, den ich repariere. So, jetzt habe ich euch fast wirklich alles gezeigt, außer den Kampf. Aber bevor wir den Kampf uns angucken, gucken wir uns nochmal Movement an. Und zwar gibt es hier so ein Asteroidenfeld. Wenn ich da durchfliege, würfel ich einfach einen Würfel. Bei einer 5 oder 6 bin ich da sicher durchgekommen. Wenn ich eine 1 bis 4 würfel, gucke ich, was ist mein Schildwert. Wenn mein Schildwert zum Beispiel 4 ist und ich eine 1 gewürfelt habe, dann habe ich ein negatives Ergebnis, also ist nichts passiert. Ist mein Schildwert aber 1 und ich habe eine 4 gewürfelt, dann komme ich auf eine 3, dann bekommen meine Schilde 3 Schaden reingeballert, die ich dann später erstmal teuer reparieren muss, bevor ich meine Schilde wieder upgraden kann. Und dann gibt es noch so kosmische Energie. Ich habe ja vorhin gesagt, das wäre ein Wurmloch. So sieht ein Wurmloch aus. Das hier ist Cosmic Energy und das funktioniert im Prinzip genauso. Auch da ein Würfel, 5 oder 6 habe ich geschafft. Wenn ich eine 1 bis 4 würfel, gucke ich, was habe ich an Computern und dann wird die Summe meiner Computer davon subtrahiert. So, und dann kann ich jetzt hier einen Kampf auslösen. Das hätte ich eigentlich vorhin schon gekonnt und gemusst, wenn ich das hätte machen wollen, weil es steht in der Anleitung, when you move into the system, also wenn ich da schon drin bin, geht das scheinbar nicht mehr. Aber jetzt kann ich diesen Marker hier, von dem ich nur einen habe, dort in das System legen. Das heißt, dass ich kann nur einmal pro Runde angreifen, selbst wenn ich mich 4-mal bewege und jetzt zum anderen System fliegen würde, wo noch ein Gegner wäre, könnte ich den nicht angreifen. Also Kampf ist nicht so übermächtig. Und dann könnte man jetzt noch Spezialisten spielen, die auf den Kampf bezogen sind. Wenn man die hat, dann bringen die einem noch irgendwelche Vorteile. Wir haben jetzt beide keinen Spezialisten, also findet das nicht statt. Ein Kampf dauert immer maximal 4 Runden. Wenn es danach keinen Sieger gibt, dann ist halt Pech. So, ich habe jetzt meine Marke dahingehend den Kampf angekündigt. Ich weiß nicht, ob die hier unterschiedliche Farben haben, aber jetzt wird halt gesagt, man guckt, wie viele Schilde hat man. Er hat einen Schildwert von 2. Das heißt, er legt jetzt auf jeden Sektor, jeden Bereich 2 solcher Schildmarker hin. Also wir nehmen jetzt einfach mal an. Wir hätten das noch im Schnelldurchgang gemacht. Dann gucken wir, ich habe 3 Weapons-Würfel, also wirklich mit 3 Würfeln. Hab 3-mal, das war eine 6, habt ihr gesehen, gewürfelt. Und das heißt, ich gehe jetzt voll auf System Nummer 6. Das ist hier ja irgendwie das Lab bei ihm und jetzt würde halt ein Würfel weggehen für die erste 6, noch ein Würfel für die zweite 6 und jetzt ist jeder Schaden, der durchgeht, also wäre halt einfach ein Damage, das heißt, ich könnte den hier oben drauflegen. In der Theorie, denn vorher wird nochmal geguckt, er hat ja ein Schildwert von 2, das heißt, er wirft jetzt nochmal 2 Würfel, hat eine 6 gewürfelt, damit hat er diesen einen Schaden geblockt, hätte er keine 6 gewürfelt, wäre der Schaden durchgekommen. Das heißt, er hat jetzt erstmal keinen Schaden bekommen, aber seine Lab-Section, da sind die Schilde zusammengebrochen, also da könnte ich ihn jetzt richtig hart treffen. Und jetzt wechseln wir die Seiten, er hat nur einen Würfel, das heißt, er ist relativ schwach im Angriff, er wirft eine 5. Ich habe zwar nur ein Schild, aber mein Gott, er hat eine 5 getroffen, also kommt hier jetzt ein so ein Schildmarker weg, ansonsten ist kein Schaden durchgegangen. Dann werde ich wieder zum Angreifer, wieder 3 Würfel, kann also versuchen, ihn richtig zu zerballern. Na schade, da fallen jetzt hier bei 4 die beiden Schilde weg. Und ein Schild bei 1, sonst passiert nichts. Dann kann er mich wieder angreifen. Er würfelt eine 5. Das ist für mich ganz schön doof, weil er jetzt da trifft, wo er gerade schon getroffen hat. Ich habe nur einen Schildwürfel. Ja, hat leider nicht geklappt. Das heißt, ich bekomme jetzt noch einen Schaden reingeballert auf die Schilde.
Und jetzt wird es für beide gefährlich, denn ein Schiff ist dann zerstört, wenn man mehr Schaden bekommt, als die Systeme Kapazität haben. Das heißt, wenn hier 3 Schaden drauf kommen, also noch 2, ne, dann habe ich mehr Schaden, als es Kapazität hat, also kaputt. Andererseits würde auch hier gelten, noch ein Schaden aufs Lab, also 2 Schaden da drauf und dann wäre er kaputt. Da muss man eben überlegen, überlebt man das 4 Runden lang oder nicht? Wenn nicht, sollte man sich lieber zurückziehen. Wenn man sich zurückzieht, dann geht man einfach in einen angrenzenden Sektor, muss aber auch da wieder gucken. Wenn man sich in das Asteroidenfeld zurückzieht, dann muss man eben wieder gucken. So, und wenn man sich zurückzieht, zieht man sich in einen angrenzenden Sektor zurück. Da muss man auch wieder gucken, sind da Asteroiden oder irgendwas, womit man sich auseinandersetzt. Und so weiter und so fort. Also wie ihr seht, da steckt eine ganze Menge drin. Man kann auch noch viel mehr machen. Also man kann zum Beispiel auch diese Wissensmarker handeln und kann da 2 abgeben, um sich einen aus der Bank zu holen oder 1:1 mit einem Mitspieler. Man kann diese Siegpunkte da hinten zu Geld machen, wie ich ja schon erzählt habe. Man kann auch Materialien tauschen, man kann Tau, Energie, Materialien in freiem Kurs mit irgendwelchen Spielern handeln. Also da ist extrem viel Kram dabei, was ich ja auch noch gar nicht, ne, diese Krisen lösen, also einfach eine Karte haben, die sagt hier, combine this card with one nuclear knowledge token to resolve a crisis, dann wirft mal diese Karte ab und so ein Token, um mal so eine entsprechende Krise zu lösen und bekommt dafür nochmal Punkte am Ende und. Also da steckt eine ganze Menge. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie sowas so über 8, 9, 10, 11 Partien sich entwickelt. Und die Advanced Rules, die man überall noch dazu nehmen kann, die habe ich mir noch gar nicht mal angeguckt. Ich glaube, die könnten das Spiel wirklich nochmal richtig interessant machen. Und ich muss sagen, bisher alles, was ich davon gesehen habe, sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Es ist nicht so ein Spiel, das sich in so einen Rahmen gepresst fühlt, wie es zum Beispiel bei Eclipse der Fall ist. Ich weiß, das Spiel ist unfassbar beliebt, bei mir mittlerweile nicht mehr so sehr. Natürlich ist das jetzt auch kein Vergleich mit Twilight Imperium, wo man sich irgendwelche riesigen Schlachten Rassen hochzüchtet. Das ist nochmal ein ganz anderer Level. Aber das ist wirklich so ein Spiel, wo man einfach, man startet irgendwo und fängt dann an und macht einfach, worauf man Bock hat. Und solche Spiele finde ich vom Grundprinzip her sehr cool. Auch wenn man sich am Anfang natürlich immer erwünscht, so dass man wirklich eine grobe Richtlinie hätte, was mache ich überhaupt. Aber hier kann man einfach machen, ausprobieren, hat halt ganz viele verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Das fühlt sich jetzt nicht so riesengroß und episch an, aber es fühlt sich wirklich Science-Fiction-mäßig an, so wirklich, als hätte man so einen Galaxy-Trucker, der einfach so losgeht und sein Glück im Universum versucht. Und also das schafft das Spiel auf jeden Fall gut. An der Regel soll auf jeden Fall noch was gemacht werden, muss auch noch dringend was gemacht werden, die ist so noch nicht wirklich. Was heißt brauchbar? Also brauchbar ist sie schon, aber da sind immer viele Detailfragen. So, wie ist das jetzt genau? Skill-Checks sind bisher in der Regel noch überhaupt nicht richtig erklärt worden. Da steht irgendwas drauf, muss ich dann ableiten, wie das funktioniert. Ich habe halt die Autoren bei relativ vielen Sachen jetzt noch kurzfristig gefragt, die mir da geantwortet haben. Aber von der ganzen Stimmung, von dem ganzen Feeling, das dieses Spiel vermittelt, da macht das einfach Spaß, da will man einfach drauf losspielen und da entwickelt sich auch jede Partie immer wieder anders, weil das Planetensystem immer wieder anders aussieht, muss andere Wege fliegen, muss andere Krisen absolvieren, man kriegt hier andere Spezialisten auf die Hand, kann damit dann irgendwie anders interagieren. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich jetzt dazu komme, das in nächster Zeit zu spielen, weil momentan bin ich halt wirklich nur am Kingdom Death Monster spielen und das Spiel ist dann schon ein bisschen größer und nimmt relativ viel Zeit in Anspruch, also die meisten anderen Spiele, die jetzt noch so im Regal liegen, so Cosmos und so, die sind ja dann relativ schnell gespielt, eine halbe Stunde, eine Stunde. Hier muss man sich schon wirklich ein bisschen Zeit für nehmen, also ich habe euch jetzt in dem Video ja auch nur gezeigt, was man alles so machen kann. Also wenn ich das Leuten als Regelerklärung geben würde, würde ich da auch locker eine halbe Stunde dran erklären und also da seht ihr schon, das Spiel fordert ein bisschen was. Und das war jetzt wie gesagt nur so ein Ersteindruck, wie dieses Spiel grundsätzlich funktioniert. Es sind auch nicht mehr wirklich viele Stunden beim Kickstarter. Also wenn ihr noch einsteigen wollt, dann tut das. Wahrscheinlich wird man dieses Spiel auch noch nachträglich backen können. Das ist ja oftmals so. Und ich gehe mal davon aus, dass es dann irgendwann im Herbst vielleicht zum Spiel erscheinen wird. Und dann könnt ihr es euch mal angucken. Ob das auf Deutsch rauskommen wird, weiß ich nicht. So diese ganz offenen Sandbox-Style-Games, die schaffen es meistens nicht auf den deutschen Markt. Von daher könnt ihr da jetzt, denke ich, noch ganz gut zuschlagen. Da kriegt man noch ein paar Extras. Es gibt noch so NPC-Regeln dabei und so ganz viele anderen Kram, die ich mir leider auch noch nicht wirklich angucken konnte. Aber wie gesagt, ich hoffe, es war einigermaßen informativ und hilfreich für euch. Und wenn ihr dann noch zuschlagt, dann wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss.